Feind bei Landekoordinaten geortet. Joker, Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Sir. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von T'Chanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevan waren katastrophal. Wir tun das hier für Pelevan. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Wir waren einem Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Pycheck. Zeit, die Genophage zu heilen. Commander, eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in T'Chanka sind. Und Mordant Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Korgana darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Wir müssen den Korganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Korganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Korganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Korganern? Sie können sich dumm stellen und Erd und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Mordin niemals mitspielen. Was Sie mit ihm machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Korgana. Große Augenblicke korganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Ich habe eine Nachricht von... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Der Feind her! Vorrück! Sie dürfen nicht hier raufkommen! Hallo Leute! Und herzlich willkommen! Es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Zu einer neuen Episode von Mass Effect. Der Einsatz auf T'Chanka hat begonnen. Die Heilung der Genophage. Wir wollen den Mantel benutzen, doch leider steht ein ausgewachsener Reaper zwischen uns und unserem Ziel. Ihr seht schon, ich habe Jarvik und James an unserer Seite.
James wollte ja unbedingt mit und ich habe mir gedacht, wenn wir schon gegen einen Reaper kämpfen, können wir auch unseren hauseigenen Proteaner mitnehmen. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper-Blut unseren Boden. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze! Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Wer sind sie? Ödnot Reeve. Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Reeve und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Das wirst du auch nicht. Schluss jetzt! Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard Ende. Reeve ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wiederzuerlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote. Herstellung der Genophage. Expansionsplan? Problematisch. Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einer neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle. Wollten Sie da etwas sagen? Idalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. Warum halten wir an?
Rex, Sie und Morlin bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. 21 Paragon-Punkte dafür, dass wir den hinterhältigen Verrat der Dalatras enthüllt haben. Guck, da ist er. Reaper sind größer, als ich dachte. Der Reaper, der sich uns entgegenstellen will. Aber der Reaper, der es mit uns aufnehmen kann, der muss erst noch gebaut werden. Wir haben Sovereign vernichtet. Und Sovereign war um einiges größer als das Ding da, was die Reaper zur Bewachung des Mantels abgestellt haben. Hier können wir uns jetzt wieder ein bisschen umsehen. Mit ein paar Reaper an. Genauso wie auf der Erde. Wir können mit ein paar Koganern reden. Aber sicher nicht der letzte. Ein paar Sachen einsammeln. Zum Beispiel hier einen Gral-Dornenwerfer. Und vergessen Sie nicht, sie zurückzubringen, wenn Sie fertig sind, Mensch. Ja, ja. Damit es weitergeht, müssen wir hier mit dem mit dem Kundschafter da sprechen, mit dem da. Warum haben die Kroganer angehalten? Aber bevor wir das machen, gucken wir noch, was wir hier sonst so für Informationen sammeln können. Und natürlich Munition einsammeln, weil wir ja bei unserer Landung auf Tuchanka doch einiges an Munition auch verbraucht haben. Dieser Ansaugstutzen wird nicht lange halten. Setzen wir uns in Bewegung. Gerne. Sonst irgendwer irgendwas zu sagen hier? Ich finde das gerade ein bisschen enttäuschend, dafür, dass hier so viele Kroganer rumstehen, dass wir keine wirklichen Gespräche führen können. Wir sollen hier einen Krieg führen, ohne Straße. Wenn die Bodentruppen nicht durchkommen... Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. ...haben die Turianer ein Problem. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Oh Mist. Ein Luftschlag reicht bei einem Reaper nicht. Wir müssen mitkämpfen. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Oh, Scheiße! Kontrolle verloren. Kann ihn nicht hochziehen. Weg hier! Rex, bringen Sie sofort die Frau hier weg! Los! Artemek, hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke. Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Commander, da drüben ist ein Tunnel. Vielleicht kommen wir so hier weg. Am Ende finden wir doch immer einen anderen Weg, oder? Und wenn es notwendig wird, dann reißt Shepard diesen gottverdammten Reaper mit seinen eigenen Händen in Stücke. Da kommen wir nicht rüber. Ja, wo ist denn dieser scheiß Tunnel? Ach, da. Hab nichts gesagt, bin ja schon da. Der Tunnel da drüben ist unser Fluchtweg. Ich habe übrigens unser Waffenarsenal geändert. Wir haben jetzt ein anderes Scharfschützengewehr. Und ich habe mir mal notiert, was... Empfangen Sie das? Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reefs Truck hat's auch rausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten.
dafür sorgen wir schon. Was ich eben noch sagen wollte, ich habe mir auch mal notiert, welche Waffen Jarvik und James benutzen. Das werde ich bei den anderen Crewmitgliedern, wenn sie auf Missionen sind, dann auch mal machen. Weil ich habe entsprechende Modifikationen eingebaut schon. Nur wir können die Waffen ja auch noch upgraden auf Level 5 über unser Terminal. Das werde ich dann nachträglich noch machen, damit die auch die bestmöglichen Waffen benutzen. Und von daher werde ich unser Arsenal auch vereinheitlichen. Es gibt ja 5 Waffenklassen. Es gibt Präzisionsgewehre. Es gibt Schrotflinten. Es gibt Sturmgewehre. Es gibt Maschinenpistolen. Was zum Teufel? Eine Erschütterung. Und es gibt die normalen Pistolen. Und da werde ich jeweils eine raussuchen, die dann unsere Teamwaffe ist, die dann jedes Mitglied des Teams, was Waffen aus dieser Kategorie benutzt, dann tatsächlich auch benutzt. Und die werde ich auf Level 5 upgraden. Mann, ich weiß wieder nicht, wo es weitergeht. Wenn wir da runterspringen, kommen wir nicht wieder hoch. Also gucken wir uns erstmal hier hinten den Tunnel an. Weil ich will hier auch wieder nichts verpassen hier. Weil hier unten gibt es einiges an Credits zu holen, soweit ich mich erinnere. Ah, hier wären wir jetzt gelandet, wenn wir da runtergesprungen wären, ne? Ja. Die Kroganer von einst. So, da geht's weiter. Das sieht nach einem Monument aus. Da geht's weiter nach unten. Die große Frage ist, müssen wir weiter nach unten? Ist immer weiter nach unten der richtige Weg? Ach. In der Vergangenheit konnten die Kroganer tatsächlich malen. Man beachte, dass Gehorsam das Thema des Ganzen ist. Ja. Gehorsam anderen Kroganern gegenüber, aber... Ach, das passt sicher gut. Dann haben wir ja wieder nur einen Weg hier. Ihr habt gerade gesehen, 8500 Credits für dieses alte Kroganer-Bild. Davon gibt es 3 Stück hier. Und die will ich alle 3 finden. Noch ein. Okay, das war kein Erdbeben. Definitiv nicht. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ach. Ein weiterer Grund, Ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Kalros, die Mutter aller Dreschlunde. Klingt beunruhigend. Ja. Ohne Witz. Wenn Sie dem Ding einen Namen gegeben haben, muss es schon was Besonderes sein. Oh, ja. Wir haben in der Vergangenheit schon mit dem ein oder anderen Dreschlund zu tun gehabt. Kalros ist damit nicht zu vergleichen. Wir wollen Kalros nicht kennenlernen, Leute. Glaubt es mir. Hohoho. Die Zeichnung eines Dreschlundes, das ist definitiv schon mal kein gutes Zeichen. Kalros, würde ich vermuten. Beeindruckend. Das da kriecht hier unten rum. Auweia. So, ein Artefakt fehlt noch. Also schön die Augen offen halten, Leute. Da ist es doch. Ach, und diesmal keine Kommentare von euch beiden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Leute. Oh, mir fällt da gerade was ein. Er hat die Brandmunition schon aktiviert, das ist gut. Ja, nehmen wir Brandmunition. Brandmunition ist gegen Panzerung gut. Haben wir denn gepanzerte Gegner? Werden wir gepanzerte Gegner haben? Ja, ich glaube schon. So. Rohlinge sind auf jeden Fall gepanzert. Oder Brutes. Ich denke, ich werde die tatsächlich die... Ach du Scheiße. Ja, Ravager sind natürlich auch gepanzert. Sieht mal wieder nach Rachni aus. Das waren bestimmt noch nicht alle. Rex, hier sind Rachni. Also aufpassen. Ich weiß. Ein paar haben uns schon angegriffen. Der Mantel ist jetzt wichtiger. Finden Sie uns schnell. Auweia. Tageslicht voraus. Und Wasser, wie mir scheint. Ah. Haben die Kroganer also doch nicht alles zerstört? Überreste einer gescheiterten Spezies.
Wer hätte das gedacht? Aber ich habe doch hier gerade irgendwas angezeigt gekriegt. Von wegen hier, guck mal, das kann man mitnehmen. Oder habe ich mich so geirrt? So schief geguckt hier gerade? Ach, das war bestimmt die Anzeige für die Trucks. Das kann schon sein. Also wenn dieses Areal jetzt nicht schreit, hier gibt es gleich ein Feuergefecht, dann weiß ich es auch nicht. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Sehen Sie nur, die Nuklearwaffen haben wohl nicht alle Pflanzen ausgerottet. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Ja, wir doch. Wir sind dabei. Jetzt hetzt uns mal nicht. Wird die Rache mein sein. Alter, Shep ist kein D-Zug. Okay, darunter geht's schon mal nicht. Aber ist schon schön hier, ne? Hat irgendwie was. Der Mantel. Da ist Aralak, die Sonne des Systems. Der Mantel muss in der Richtung liegen, oder? Da ist auf jeden Fall diese giftige Todeswolke am Himmel. Nee, da ist der Mantel. Da sieht man Teile des Mantels. Da müssen wir also hin. Das ist unser Ziel. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kroganer überhaupt eine Kultur haben. Ich sehe hier nur Schutt. Eine Zivilisation, die alles zerstört hat, was sie hatte. Und das ganz ohne Reaper. Feinde vor uns! Wenn ich das so sehe, hoffe ich, dass Eva recht hat. Vielleicht wäre es doch nicht so schlecht, die Genophage zu heilen. Wenn sich eine Zivilisation einmal selbst vernichtet hat, verklingt der Nachhall davon nie. Sie ist dazu verdammt, ui, das Geschehen zu wiederholen. Da sind sie ja schon. Die schweren Reaper-Truppen sind eingetroffen. Mitten im Gespräch. Das ist... Au! 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 Ich habe Au gesagt. Au heißt Nein. Meine Güte, könnte das nicht berücksichtigen? Wow. Ich bin Pyromane, ich bin Pyro, ouch. Einsatzgebiet genau beobachten. Ja, verdammt. Hier lasse ich mich nicht überfallen. Haben wir noch einen Ravager in der Gegend? Oder nur diese Cannibals jetzt hier? Noch ein Beb. Kalros ist nicht nur ein Mythos. Ah, scheiße. Wachsam bleiben. Ja, ob es jetzt wirklich die Mutter aller Dreschlundes ist, aller Threshermaws, ist eine Sache. Auf jeden Fall scheint es ein ziemlich großes Vieh zu sein. Ach so, das war nur Munition. Ich dachte, ich hätte was Vernünftiges gesehen da. Da funkelt auch noch was. Man will ja nichts verpassen hier, ne? Denn ich glaube nicht, dass wir dieses Areal nochmal wiedersehen werden. Nachdem Rex und die Trucks uns abgeholt haben, meine ich. Ah, ups. Es ist noch nicht vorbei. Das sind doch nur Cannibals. Was das schon? Ne, da kommt die nächste Horde. Die Waffe hat's doch auch, oder? Auf jeden Fall nicht das Verkehrteste, was wir hätten mitnehmen können. Scheiße, einer von den großen Jungs! Oh shit. Er kommt.
Aber ich glaube, er weiß nicht so recht, was er machen soll. Dem hauen wir einfach mal ein paar Schüsse rein hier. Hatte ich nicht auf Brandmunition eingestellt? Da verabschiedet sich der große Junge schon mal. Der Feind ist tot. Für den Moment. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir hätten ein Problem. Ein Problem haben allerdings diejenigen von euch, die jetzt gern noch weitergucken würden. Denn wir haben definitiv das Ende der heutigen Folge erreicht. Das war Mass Effect. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wir sind immer noch in den Ruinen. Beeilen Sie sich. Der Reaper bewegt sich nicht. Und der Himmel sieht zunehmend schlimmer aus. Während Rex uns so ein bisschen hetzt. Das nächste Mal nehmen wir es hoffentlich mit einem waschechten Reaper auf. Bis dann. Dreschlunde sind unterirdisch lebende Karnivoren, die ihr ganzes Leben mit Fressen oder der Suche nach Nahrung verbringen. Dreschlunde pflanzen sich über Sporen fort, die selbst im tiefsten Weltraum Jahrtausende überleben können, bevor sie dann in irgendeiner Atmosphäre wieder zu neuem Leben erwachen. Man findet sie daher auf vielen Welten, wo Weltraumreisende sie unbemerkt eingeschleppt haben. Die Körper der Dreschlunde verbleiben immer zu einem Teil in der Erde. Nur der Kopf und die Tentakel werden bei überirdischen Angriffen eingesetzt. Außerdem versprühen Dreschlunde toxische Substanzen und setzen unhörbare akustische Schockwellen ein. Die erste Begegnung der Allianz mit Dreschlunden ereignete sich 2177 in der Kolonie Akus. Nachdem der Kontakt zum Pionierteam abgebrochen war, wurde eine Einheit Marines zur Untersuchung entsandt. Die Landetruppen wurden von hungrigen Dreschlunden angegriffen und fast vollständig aufgerieben. Das Allianzmilitär sieht für den Kampf gegen Dreschlunde auf Fahrzeugen stationierte schwere Waffensysteme vor.